Es wurde viel über die Tafel in Essen berichtet. Eine Welle der Empörung schwappte durch Deutschland, nachdem man sich dort entschlossen hatte, Essen nur noch an Deutsche auszuteilen. Grund sei respektloses Verhalten seitens ausländischer Kunden gewesen. Viele Bedürftige sollen sich deshalb nicht mehr dorthin getraut haben. In der Cottbuser Tafel stand man nach eigener Aussage vor knapp einem Jahr vor dem gleichen Problem. Auch hier fühlten sich Deutsche zunehmend verdrängt. Deshalb hatte man ein Modell eingeführt, mit dem alle leben können. Wir haben das so gelöst, indem wir separate Öffnungszeiten gemacht haben. Auf der einen Seite für Rentner, das heißt Menschen, die sich in Altersarmut befinden, separate Öffnungszeiten für Menschen, die einer beruflichen Tätigkeit nachgehen und trotzdem auf ergänzende Hilfen angewiesen sind und zur Tafel müssen, und dann natürlich Öffnungszeiten für alle anderen. Das Wichtige an dem Punkt ist aber, dass wir sowohl für die Rentner als auch für die Geringverdiener, dass das für alle zählt. Es ist egal, ob das Flüchtlinge sind, ob das deutsche Bürger sind, aber dadurch hat sich die Situation natürlich enorm entspannt. Das eigentliche Problem bleibt aber erhalten. Durch die vielen Flüchtlinge, die in Deutschland aufgenommen wurden, ist auch die Nachfrage bei den Tafeln gestiegen. Die ehrenamtliche Arbeit gerät dabei an ihre Grenzen. Verschleißerscheinungen machen sich breit. Die Berichterstattung der letzten Tage macht das alles nicht leichter. Was mich entsetzt hat, das muss ich wirklich sagen, ist natürlich dieser Entrüstungsjournalismus, der jetzt im Moment da so am Laufen ist. Jeder Fernsehsender berichtet darüber und jede Zeitung berichtet darüber. Nur wenn man das ein bisschen runterbricht, dann muss man mal sagen, es geht hier um ein regionales Problem. Ein regionales Problem einer Tafel in Essen. Und es passiert ein Riesenaufschrei und es wird so gemacht, als wenn das ein Problem der Tafel Deutschland ist. Ist es nicht. Es war eine Entscheidung in Essen, die sicherlich, wie gesagt, man hätte anders treffen können, vielleicht auch sollen. Aber daraus dann so eine Story zu machen, hat mich schon irgendwo schockiert. Vielmehr wünscht man sich, dass der Fokus auf das eigentliche Problem gelenkt wird, die zunehmende Armut in Deutschland. Dabei nimmt man auch die Politik in die Pflicht. Deutschland hat natürlich ein massives Armutsproblem, hat einen unfassbar hohen Niedriglohnsektor und eine unausgewogene Zuwanderungspolitik. Das sind die Probleme, mit denen Deutschland zu kämpfen hat und mit denen natürlich logischerweise die Tafeln zu kämpfen haben. Und deshalb war ich eigentlich, ich muss das wirklich sagen, schockiert auch über die Kritik aus der Politik. Ob es die Kanzlerin war oder ob es führende SPD-Politiker waren. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Leute in die Tafel gegangen wären vor Ort, sich bei den ehrenamtlichen Helfern für die Arbeit bedankt hätten, sich vor die Tafel gestellt hätten und vor das ehrenamtliche bürgerschaftliche Engagement bedankt hätten. Das wäre der richtige Weg gewesen. Die Tafel sei laut Kai Noack nicht dafür da, gesellschaftliche Probleme in Deutschland zu lösen. In Cottbus hat man mittlerweile Gehör gefunden. Anfang nächster Woche stehen Gespräche mit dem Geschäftsbereich Soziales an.